Internationale Wochen gegen den Rassismus. An sich eine tolle Veranstaltung. Dazu finden mehrere Teilveranstaltungen statt, eine davon bereits am kommenden Montag. Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Kirches Wort zum Sonntag. Wir stehen hier vor dem selber Jugendzentrum JAM, JAM. Und dort findet am Montagabend eine interessante Podiumsdiskussion statt. Und zwar ist der Titel dieser Podiumsdiskussion "Mit Rechten reden?" Fragezeichen. Interessant. Stellt sich zunächst einmal die Frage, wer oder was sind eigentlich Rechte? Meint man hier die AfD, rechtskonservative demokratische Partei? Meint man Rechtsextremisten? Interessante Frage. Noch viel interessanter ist aber das Personal, das an dieser Podiumsdiskussion teilnehmen wird. Denn das Fragezeichen zu "mit Rechten reden" wird an diesem Abend schon gleich mal dahingehend beantwortet, dass überhaupt keiner dabei ist, der auch nur ansatzweise rechts sein könnte. Nein, auf der Bühne finden Sie Petra Ernstberger, SPD, langjährige Bundestagsabgeordnete. Sie finden Arno Speiser, SPD, Bad Alexandersbad. Und Hamo Di Parma, Referent gegen Antirassismus und Antidiskriminierungstätigkeiten. Interessant. Mit Rechten reden. Kein Rechter dabei. Interessant ist aber auch noch etwas anderes an der ganzen Geschichte. Wenn man nicht mit Rechten reden möchte, dann sage ich, wir haben eine rechte Hand, wir haben eine linke Hand. Und wer ein bisschen Ahnung hat von politischer Geschichte, der weiß, dass der Ausdruck rechts und links in der Politik aus der ersten demokratischen Versammlung stammt, die wir auf deutschem Boden hatten, nämlich die Paulskirchenversammlung von 1848. Dort saß nämlich das bürgerlich-konservative Lager rechts, nationales Lager auch, und das linke Lager, also Interessenvertretung für die Arbeitnehmer, für die Arbeiter, saß links. Nun, wenn zu einer funktionierenden Demokratie links dazu gehört, gehört auch rechts dazu. Deshalb mit Rechten reden, Fragezeichen, keinen Rechten einladen, nicht so gut gemacht, würde ich mal sagen. Hinzu kommt noch was anderes, der Veranstaltungsort hier, das Jugendzentrum in Selb. Interessanterweise finden Sie es hier in Selb in der Karl-Marx-Straße. Na, wenn das mal nicht passt. In diesem Sinne, Ihr Gerd Kögler spricht mit Ihnen.